Hey Leute, was geht? Also, jetzt geht es los mit unserem Gewinnspiel. Ihr könnt einen Hyundai i10 gewinnen im Satin Cruise Style, das heißt, wir werden ihn schön machen, mit max 2500 Kilometer. Woher kommen die Kilometer? Wir werden natürlich auch ein bisschen Content mit dem Auto machen, First Drive und so, für euch natürlich. Und folieren und so weiter und so fort, wird wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ihr habt bei dem Auto natürlich auch eine 5 Jahre Sorglosgarantie mit am Start, was sehr gut ist. Aber was müsst ihr dann machen, damit ihr dieses Auto bekommen könnt? Ihr müsst bei uns im Shop einen Schlüsselanhänger kaufen für 14,99 €. 14,99 € ein Schlüsselanhänger, der dann zu euch geschickt wird, und das ist euer Los zum Auto. Mitmachen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist in Deutschland oder Österreich. Diese beiden Länder, wenn ihr da wohnt, könnt ihr das Auto bekommen. Das heißt jetzt nicht, sagen wir mal so, Luis ist 14. Aber er möchte da gerne mitmachen. Wenn eure Eltern oder Bruder, Schwester, die vielleicht ein bisschen älter sind, oder Kollege, das für euch kauft, habt ihr natürlich trotzdem die Chance, an das Auto zu kommen. Deine persönliche Losnummer wird aus der Bestellnummer generiert und natürlich per E-Mail an dich geschickt. Die Schlüsselanhänger werden bei euch ab dem 25.01.2023 zu Hause ankommen, wenn ihr jetzt bestellt. Und die Auslosung des Autos ist am 01.07.2023. Das heißt, bis dahin habt ihr Zeit, so viele Schlüsselanhänger zu kaufen, wie ihr wollt. Wir freuen uns schon drauf, mit Hug the Truck euch euren neuen Hyundai i10 bis nach Hause zu liefern. Wir sind wieder da mit einem neuen Video. Willkommen zurück bei The Satin Crew. Ich bin nicht alleine, Luis ist mit am Start. Wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut. Sehr schön, das freut mich. Also, wie ihr wisst, Mr. PPUV hat uns ein neues Kfz mitgebracht. Einen wunderschönen Audi TTRS 2023, das letzte Jahr vom TTRS. Das heißt, einer der allerletzten, was wirklich sehr schön ist. Falls viele fragen, nein, es ist nicht die Iconic Edition. Die haben wir leider nicht mehr bekommen, aber dafür ein R8 GT. Das heißt, die beiden dann zusammen werden sehr, sehr, sehr cool aussehen. Aber eine kleine Sache möchte ich noch mal kurz ansprechen, bevor wir in das Video wirklich reinstarten. Wir haben heute den 3. Januar, richtig Luis? Richtig. 2023, und leider ist wirklich eine Legende von uns gegangen. Ken Block ist gestorben beim Snowmobilunfall, und ich wollte das einfach nur mal kurz adressen, weil er wirklich eine Legende ist, und ich glaube, er hat ganz viele von uns geprägt. Alle von uns haben früher Gymkhana geguckt, ja. Also ich auf jeden Fall. Jeder. Es war immer so der Traum, irgendwann mal vielleicht mit Ken Block mitzufahren oder ihn irgendwie auch mal zu treffen. Irgendwie sowas, was jetzt leider wirklich nicht mehr möglich sein wird. Deswegen an die Familie natürlich alles Gute, ne? Hoffen wir, das übersteht ihr vernünftig. Aber ja, rest in peace an Ken Block, und er ist jetzt ja bei Audi, ne? Deswegen werden wir ihn heute stolz machen mit dem TTRS. Wie ihr schon gesehen habt, Kennzeichen Sykes 400. Wofür steht denn die 400? Das Auto hat Serie 400 PS, und das bringt mich gleich zum ersten Punkt des Videos. Leistung. Leistung wird wahrscheinlich die erste Thematik sein, die wir in Angriff nehmen bei dem Auto. Denn 400 PS sind gut, mehr Leistung ist immer besser. Das Ziel von uns ist so zwischen 500 bis 600 PS etwa mit dem Auto unterwegs zu sein. Komplett TÜV approved. Das heißt, komplett legal werden wir dieses Projekt sozusagen machen. Ich denke mal, es wird sich in die Richtung APR drehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sehr geile Blow-Off-Noises haben, was schon mal sehr gut ist, oder? Sehr, sehr gut. Glaube ich nämlich auch. Front, wunderschön. Ich finde, ein TT sieht immer sehr, sehr gut aus. Wollte ich mir damals übrigens kaufen, als ich mir eine A45 gekauft habe, also vor Satin Crew und so. Hatte nur nicht das Geld dafür. War zu teuer. Ist aktuell auf Winterreifen. Ja, die Felge ist Silber, aber es ist immerhin eine Audi-Sportfelge, muss man mal sagen, ne? Und wie gesagt, das Auto ist brandneu, frisch abgeholt, hat noch nicht mal PPF, kein Design, kein gar nichts. Deswegen ist es okay, oder? Ja. Es ist okay, und ich glaube, wir haben ihn jetzt zum richtigen Zeitpunkt bekommen, denn sehr bald sollte wieder Schnee kommen. Das ist gut. Und ich glaube, so ein Quattro und Schnee, das passt so ein bisschen zusammen, ne? Schon, ja, kann man so sagen. Haben wir auch gesagt, dass wir heute filmen. Es regnet, es ist nass. Allrad to the test. Das Gute ist, das Auto ist eingefahren. PPUV hat den aus Hamburg hingefahren. Jetzt kommen schon wieder noch mehr Autos. Aber wir machen einfach weiter. Schwarze Brake Calipers haben wir. Wir haben nicht die roten leider. Aber gut, da gibt es definitiv auch wieder Schlimmeres, ne? Optik von dem Auto. Wie ihr wisst, wir lieben alle den DT. Vor allem diese typischen Backen, die gefühlt an dem TT sind seit 1900. Schieß mich tot. Hat doch jeder TT, hat diese Backen. Wenn du dir dieses Teil vom Auto anschaust, denkst du wirklich, der ist sehr alt. Schon, ja. Finde ich. Ist natürlich auch ein altes Auto. Diese vom TT kam 2014 raus.
Das heißt, es sind jetzt 9 Jahre, seitdem dieses Auto auf der Straße ist. Thema Optik. Was werden wir optisch an dem Auto machen? Der Plan ist nicht PPF zu machen, sondern so ähnlich wie bei unserem Vantage. Er wird ein Design wahrscheinlich kriegen. So ein bisschen aggressiver, weißt du? Er ist klein und er muss noch ein bisschen bulliger und böser aussehen. Das heißt, wir überlegen uns Audi Sportparts zu holen, also die Audi Performance, aber das komplette Kit. Müssen wir aber mal gucken, weil die Sachen sind schon wirklich sehr teuer. Uff, ja. Also Audi, was die da gemacht haben von den Preisen, ist schon ein bisschen ballerballer. Die Parts kosten ein Fünftel vom Auto. Ja, kosten ungefähr. Ein Fünftel vom Auto, ja. Mhm. Das ist schon wirklich krass. Kleinen Spoiler haben wir natürlich auch. Ob der wirklich was bringt, bezweifle ich. Aber ist ganz süß. Deswegen den Audi Sport Spoiler brauchen wir auf jeden Fall. Wenn man durch den Rückspiegel schaut oder durch die Seitenspiegel, möchte ich den Spoiler gerne sehen. Mhm. Aus dem Rückspiegel siehst du den zum Beispiel gar nicht. Ja, okay. Ist einfach nicht da und deswegen so ein kleines Stückchen höher. Carbon wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr geil. Natürlich haben wir hier die typischen 5-Zylinder Abgasrohre, die wirklich sehr gut aussehen. Immer typisch Audi, die schönen ovalen Teile. Ne? Leider hat das Auto OPF. Das tut weh im Herzen. Das tut sehr weh, aber man muss sagen, für OPF klingt der wirklich nicht schlecht. War ich auch überrascht, ja. Ist vollkommen okay. Also wenn man jetzt nicht so bescheuert wäre wie wir, kannst du das Auto so lassen, wie es ist. Ja. Würdest du nichts mehr falsch machen, das Auto fährt gut, das Auto klingt gut, Verarbeitung ist top. Aber so ein bisschen mehr geht natürlich immer. Und damit werden wir uns beschäftigen. Natürlich noch die großen Lichter hier. Audi-technisch, Lichter können die immer, sehen immer geil aus. Ich finde, die sind nur ziemlich breit für die Größe vom Auto. Aber ich finde, die sehen gut aus. Ja, optisch sind die gut. Mhm. Hier verfolgt uns übrigens die ganze Zeit auch eine kleine Drohne, ne? Ich habe leider meine Paintball-Waffe nicht dabei. Ja. Hier ist Naturschutzgebiet. Unterstützen wir sowas, Luis? Nein. Richtig. Tankdeckel, auch natürlich Audi-typisch. Schön Aluminium-Optik. Hier kannst du mit dem IKEA-Schraubenzieher die ja mal ein bisschen rausdrehen und auswechseln, wenn man möchte. Ob wir den so lassen, weiß ich noch nicht. In Silber sticht der schon ziemlich raus, gell? Irgendwie gehört es dazu, finde ich. Aber irgendwie passt das auch nicht mehr zum Auto. Mhm. Vielleicht kann man den wechseln oder einen Carbon-Deckel oder so drauf packen. Müssen wir cool. Mal gucken. Da gibt es bestimmt was. Das gleiche natürlich mit den Außenspiegeln. Die müssten auch eigentlich Carbonara werden. Mhm. Aus Performance-Gründen, wegen Gewichts und so, weißt du? Ja. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch in meinen Innenraum schauen. Also wunderschön. Ihr habt das meist ja schon bei PPUV gesehen. Komplett in Alcantara gehalten, Carbon, B&O-Anlage. Also das Auto ist fully loaded, hat alles. Was mir übrigens nie aufgefallen ist in einem Video. Wusstet ihr, dass hier TT steht? Nee, ne? Also wusstest du das? Nö, hab ich nicht gesehen. Siehste? Siehste? Ja, lernt man schon wieder was bei mir. Hey, geil, ja. Ey. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, wir klatschen jetzt mal ein paar GoPros ins Auto, weil es ist echt kalt. Und fahren dann ein Stück los. Und später müsst du noch mal einen Kofferraum. Okay, klingt gut. Wir sind jetzt im TTRS und fahren mal los. Ja, ich bin das Auto noch nicht viel gefahren, muss ich sagen. Erstmal alles ganz entspannt. Wir fahren natürlich direkt im Dynamic Mode, weil alles andere ergibt wirklich keinen Sinn. Wir haben hier ein RS. Das Auto soll sich sportlicher anfühlen und auch ein bisschen härter sein vom Fahrwerk. Aber ich finde, was man als allererstes merkt, vor allem für mich ist das übrigens der erste TT, den ich jemals fahre. Krass. Ja, ich bin noch nie TT gefahren. Mhm. Heftig, ne? Mhm. Wie viel Platz im Innenraum ist. Also es sieht schon klein aus, aber so vom Headspace und so, du kannst hier easy mit Helm drin sitzen. Ja. Das ist wirklich Platz gar ist. Kein Problem. Platz ist gut, ne? Mhm. Klar, die Rücksitze, die da hinten sind, wenn man ganz ehrlich ist, ist ein bisschen lächerlich. Also da kann kein Mensch sitzen. Ist das nicht wie immer? Ich muss sagen, ich saß da schon mal hinten drin für eine halbe Stunde. Wie alt warst du? Da war ich 17 oder 18. Ja, okay, da warst du ja auch noch 1,50 Meter. Das war ein bisschen Krampf, aber es ging. Okay, Entschuldigung. Man muss auch dazu sagen, Luis ist TTRS-Fan. Was? Ja, ich finde die cool. Du bist vorbelastet. Ich bin vorbelastet, genau. Du deswegen. Bist wirklich vorbelastet, mhm. Aber eher so Nardo-Grau, ne? Der war Nardo, ja. Aber er sieht dann echt gut aus. Na, finde ich auch. Nardo ist geil. Mhm. Sonst Innenraum wunderschön. Lenkrad natürlich Audi-typisch. Hier haben wir auch den Startknopf. Drive Select. Das ganze schöne Zeug, halb Alcantara, halb Leder, fühlt sich wirklich hier sehr, sehr, sehr gut an. Dashboard ist dieses TT-typische, das ist das Gummikunststoff. Muss ich aber sagen, finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich schön viel Carbon, ein vernünftiger Schalter hier. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Dass man nicht irgendwie hier oben oder nur so einen kleinen Flip, sondern dass man mal wirklich wieder was in der Hand hat. Nee, aber sonst, wenn man so fährt, mega. Also so merkst du jetzt auch keinen Unterschied zum RS3. Wir hatten ja den alten RS3. Aber man merkt einen Unterschied, wenn man einlenkt. Das Auto ist wirklich definitiv viel direkter
und liegt überraschend gut für ein Audi. Ich bin meistens nicht so der Fan von Audis vom Fahrwerk her, weil die Fahrwerke von Audi sehr soft sind und ein riesen Audi-Problem ist Untersteuern. Ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Wenn du mit Audi in die Kurve fährst, fährst du im Prinzip geradeaus weiter. Das ist nicht ganz so geil. Das ist beim TT besser, kann aber verbessert werden. Das kann jetzt natürlich aber auch dran liegen, dass wir auf Winterreifen sind und wir haben 4 Grad plus und es ist nass. Das heißt, es kann manchmal leicht rutschig werden. Sonst Doppelkupplungsgetriebe, na, 7 Gang, wunderschön. Och, zeigt mal dahin, wie geil das hier aussieht. Mit dem Dampf und dem Stehen. Das sieht schon richtig so. Da. Schnee kann man dazu, glaube ich, nicht mehr sagen. Ja, okay, aber da hast du recht. So, wir können natürlich einmal so machen. Sind wir in S, dann gehen wir einmal rüber. Es gibt auch übrigens einen Unterschied, wenn du in D in Manual gehst oder in S in Manual. Die Gasannahme, das Pedal wird härter. Und das ganze schöne Zeug, dann gehen wir mal kurz ein bisschen ab. Du merkst, wie hart er ist. Ja. Er ist überraschend gut. Dann geben wir einfach mal ein bisschen Gas. Bei 4,5 Pumpe Turbo. So. Fährt sich, wie gesagt, echt gut. Aber es passiert leistungstechnisch nicht so viel. Also untenrum ist er echt schnell, muss man sagen. 3,7 Sekunden oder 100. Müssen wir irgendwann auch nochmal messen. Sound ist geil. Aber er puncht jetzt nicht so krass, oder? Das war jetzt gerade einmal kurz Vollgas, natürlich nur zu Richtgeschwindigkeiten, ne? Ja, klar. Das wollen wir nur mal kurz ansprechen. Aber wir können gerne noch mal ein bisschen runterschalten. Aus dem zweiten ist ganz gut. Oh, der kommt. Krass. So, warte. Mega, es ist gut, aber es fehlt ein bisschen. Auch von der Erinnerung, oder? Ich bin jetzt abgehalten durch dich. Entschuldigung, tut mir leid. Nee, aber die Sache ist halt, der A45 war definitiv schneller, aber hatte natürlich auch extra Leistung. Das heißt, wenn man den A45 Serie gelassen hätte, hätte sich das bestimmt hier viel schneller angefühlt. Es ist definitiv ein schnelles Auto. Keine Frage, ist auch schneller als der GT8, würde ich behaupten. Aber ein bisschen was fehlt. Audi-typisch ist natürlich auch, man merkt, das Auto ist sehr deutsch. Alles funktioniert perfekt. Nichts klödert, wenig Geräuschkulisse, außer von den Reifen, finde ich. Ich finde, man hört sehr viel Abrollgeräusche. Kann aber auch oft an den Winterreifen liegen. Ich glaube, das ist normal nicht so, dass es so laut ist, ja. Okay, kann ich noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt für den Winter und für den Schnee wird das Auto wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und für uns war halt die Entscheidung, nochmal den TTRS zu holen. Erstens, wir haben ein mega Angebot bekommen von Audi, oder? Wir können jetzt nicht genau sagen, wie mega, aber sehr, sehr attraktives Angebot. Aha. Also es war definitiv kein Fehler, dieses Auto zu kaufen. Und mit einem 5-Zylinder macht man eh nichts falsch. Wie gesagt, TTRS stirbt aus. Das heißt, der 5-Zylinder, den wird es in diesem Auto nicht mehr geben, wie jetzt auch Marcel Rost im Video gesagt hat, mit Mr. PPOV. RS3, RSQ3 kommen natürlich und sind immer auch noch mit 5-Zylinder am Start. Die Frage ist natürlich, wie lange noch? Das wäre traurig, wenn das vorbei ist, sage ich euch ganz ehrlich. Was ich mega gut in dem Auto finde, sind die Sitze. Die Sitze finde ich echt geil. Die sehen optisch Hammer aus. Das Einzige, was ein bisschen fehlt bei dem, ist Seitenhalt. Ich finde, da rutscht du hast schon viel Spielraum. Da rutscht man raus, aber kann auch eventuell daran liegen, dass ich ein bisschen breiter bin. Sag mal, du kannst so. Ja einstellen, die Backen hier vom Sitz, gell? Kann man das? Ja. Ach, der Profi. Ja. Siehst du, was soll ich machen, würde ich ohne dich filmen, ne? Ey, war wieder gar kein Plan. Nee, wie gesagt, ich erfahre das Auto mit euch, ne? Ich weiß, wir haben 2,5 Liter TFSI, 5-Zylinder. Einer der legendärsten Motoren, die es überhaupt gibt, würde ich mal behaupten. Da fliegt ja eine GoPro runter. Eine GoPro hat gerade Tschüss gesagt. Perfekt. Aber das ist okay. Das ist ein cooles Auto. Man hat sehr, 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 sehr wenig Feedback leider im Lenkrad. Wenn man merkt, dass man hier also fully electric alles hat, du spürst nicht mehr viel. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Ich finde, wenn man wirklich ein bisschen schneller durch die Kurven fährt, ist es schon sehr, sehr, sehr geil, wenn du merkst, was auf der Straße passiert. Das hast du halt hier nicht. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Frage ist nur, was sagt ihr? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Soll man hier Fahrwerk machen? Fahrwerk? So ein schönes KW V3, weil wenn man ganz ehrlich ist, der TTRS-Serie ist hoch wie ein Bus. Das ist er halt wirklich. Der ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Aber man kann ihn natürlich ein bisschen runterbringen. Und ich glaube, das wird auch von der Fahrperformance das Auto noch mal ein Stückchen nach vorne bringen. Da kann man, glaube ich, einiges rausholen. Ja. Definitiv. Man muss sagen, jetzt im Winter gibt das alles keinen Sinn. Weil sobald Schnee ist, wird er mit dem E36 zusammen natürlich auch in den Schnee kommen, ein bisschen querfahren.
Und wenn da das Auto tief ist, ist es einfach dumm, weil dann hast du den Frontsplitter kaputt, die Sidesquirts und so weiter und so fort. Dafür ist die aktuelle Höhe natürlich gut. Ich glaube, das war auch der Gedanke von Audi, weißt du? Die dachten sich damals so, unsere Käufer werden im Tiefschnee damit querfahren, deswegen lassen wir den Bock mal ein bisschen höher, so weniger passiert. Ja, bestimmt haben sie das gedacht, ja, denke ich auch. Ich würde sagen, das ist die einzige vernünftige und realistische Ausrede, die Audi da hat. Dann haben wir natürlich über den Drive Select Button hier die ganzen verschiedenen Modis. Wir haben Komfort, Auto, Dynamik und individuell. Wir lassen das Auto also bis jetzt in den letzten zwei Tagen immer nur auf Dynamik, weil das einzige vernünftige ist, finde ich. Und sonst, ja, ist ein mega cooles Auto. Ich finde das Design hier von den Luftdüsen, wie man hier so alles einstellen kann, finde ich wirklich sehr cool. Weil es ist alles schön drivers-focused, vor allem wie man die Sitzheizung anmacht. Vielleicht kannst du das einmal auf deiner Seite demonstrieren. Das ist cool, ne? Das ist cool. Man muss aber sagen, den geilsten Sitzheizungsknopf hat der Vantage. Ja, absolut. Also Abstand. Ohne Scheiß, wenn ihr mal einen Vantage seht und drin sitzen könnt, drückt diese Zeitung. Ja. Es ist vom Ton so unfassbar geil. Aber wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mal zu ein paar Kurven kommen, wo wir das Auto auch mal kurz ein bisschen sportlicher bewegen können. Wie gesagt, es ist nass. Wir werden nicht übertreiben. Alles so, wie es geht in Deutschland und wie es erlaubt ist. Aber man muss natürlich trotzdem gucken, wie liegt das Ding. Der TTRS hat natürlich auch Torque Vectoring. Wusstest du das? War mir im Moment nicht bewusst. Nee. Weißt du dann, was Torque Vectoring ist? Ja, klar, das ist, ja, genau. Super, Schule mit Alex, top. Also Torque Vectoring, wir haben vier Reifen im Auto, richtig? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine engere Rechtskurve fahren und in der Kurve beschleunigen, wird das hintere rechte Rad abgebremst, damit wir sozusagen uns automatisch von der Beschleunigung, von dem Antrieb in die Kurve mit reinziehen. Das heißt, das arbeitet natürlich nochmal gegen das Untersteuern vom Auto und sollte ihn eher Richtung Übersteuern. Ich glaube, wenn du wirklich mit Gas drauf bleibst in der Kurve wie ein Geisteskranker, kriegst du ihn vielleicht sogar leicht quer. Ich sage euch ganz ehrlich, will ich heute nicht probieren, ich will das Auto nicht wegwerfen, weil wenn ein Allradauto ausbricht, Aufleistung ist sehr schwer abzufangen. Macht auf jeden Fall keinen Spaß. Aber das ist Torque Vectoring. Was sonst cool ist, auch dass die Schaltwippen hier beleuchtet sind, ich finde nur ein bisschen schade, dass sie so plastikmäßig sind. Da gibt es ja, glaube ich, Carbon-Alternativen, oder? Oh, damit habe ich mich noch nicht befasst. Ah. Accessoire-Suche und so können wir bald starten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir es mit euch machen sollen oder ob wir das Ding einfach fertig machen sollen und dann euch zeigen sollen. Ja. Ich glaube, man könnte ein relativ lustiges Projekt hier draus machen. Mhm. Und wie gesagt, Überlegungen, ob jetzt Audi Performance Part oder ob man auch einfach, sagen wir mal, einen Maxton Part zum Beispiel. Auch interessant. Weil die Sache ist halt, ich glaube, wenn man das ganze Performance-Kit nimmt, bist du bei etwa 20.000 Euro. Und 20.000 Euro in ein TTRS reinzustecken, ist heavy. Vor allem, wenn man das Auto richtig benutzt und die Chance hoch ist, dass eventuell durch einen Eisbrocken oder so mal der Frontsplitter ein bisschen leiden kann. Könnte passieren. Ich habe da gehört, dass es so Leute gibt, die sich auch gerne mal im Schnee rausdrehen und so halb im Graben fliegen. Ja, das kenne ich jetzt nicht, aber kennst du bestimmt. Ja. Ah, okay, krass. Ich dachte, der Typ heißt sogar Luis. Ach, das ja. Wir können ja mal kurz den Clip reinpacken. So schnell kann es gehen. So, was willst du sagen? Ja, da war ja was. Huch, ganz vergessen. Aber es war ja nicht deine Schuld, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Das Auto war schon. Also sonst, man muss sagen, für ein Audi liegt der echt schon gut. Also man hat hier drin gefühlt mehr Fahrspaß als jetzt im RS6 sozusagen. Bei RS6 ist einfach wirklich so ein schweres Schiff. Da finde ich auch immer noch, dass ich ein Turbos wirklich sportlicher fährt. Ja, jetzt merkst du, Kurven. Wir werden die Rückfahrt natürlich auch noch mal mitnehmen, weil ich mag die Richtung lieber als die nach vorne. Das ist immer so, irgendwie hat man immer so seine Lieblingsrichtung, finde ich. Aber Soundkulisse ist okay. Ist nicht scheiße. Dafür, dass wir OPF haben. Hast du gehört? Ja, so einmal mal schluckt das ich immer, aber die richtigen Pops fehlen leider natürlich. Jetzt mobben die nicht so, okay? Du sollst das Auto nicht so mobben. Ich mobb's gar nicht. Das ist nicht nett von dir. Sowas macht man. Ich mobb dich auch nicht. Streichen. Wenn du jetzt deine komischen fettigen Fingerabdrücke drauf haust, ne? dann ne? Machen wir wieder wie Challenge, bis wieder der Lappen, wischen wir drüber. So, da kommen wir natürlich relativ gut in den Boost. Da habe ich zu viel gedämpft. Aber jetzt wieder schieben. Diese Soundkulisse vom 5-Zylinder-Aufwand, ey, jetzt hier.
Lexus wie er steht. Ja. Das ist halt nicht so geil. Das ist nicht ganz so geil, ja. Das ist halt wieder so dieses Audi-Thema. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Das Auto sympathisch. Weißt du? Sehr sympathisch. Schaut auch, geht raus. Ist jetzt bestimmt Undercover-Polizei und gleich war es vor. Ist das was mal wieder? Ich habe erst mal einen Führerschein abgegeben, nicht schon wieder, bitte. Ist jetzt nicht ganz so geil. Aber ja, Auto fährt sich mega, was soll man sagen? Es macht wirklich Spaß. Mhm. Es ist ein wunderschönes Auto, finde ich. Auch auf den silbernen Felgen geht's. Und deswegen würde ich sagen, bevor es weitergeht, machen wir jetzt erstmal noch schnell einen Soundcheck. Ja. Würdest du nach hinten gehen? Ja, klar. Ja, und dann bewerten wir den kurz. Dann müssen wir schnell noch einen Kofferraumtest machen. Mhm. Und dann gibt es nachher noch einen saftigen Carbon. Ja, sehe ich auch so. Also, Hauptmeister. Da knallt der Soft-Limiter ganz schön hart rein. Ne? Also im Stand ist er definitiv leiser als beim Fahren, finde ich. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass hier so wirklich viel Lautsprechersound drin ist, um ehrlich zu sein. Kommt mir auch nicht so vor. Nee, ne? Echt relativ... Also klingt schon ganz geil. Und vor allem, wir haben ja die Klappe hier. Können wir jetzt mal Normalmodus, Standard. Merkst du schon einen Unterschied? Ja. Wenn du jetzt auf Sport gehst? Ja, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall tiefer. Und ich habe auch das Gefühl, dass er lauter ist als der neue RS3. Hattest das du auch ich gesagt, auch. Ne? Ja. Kofferraumtest. Also, du wolltest eine Challenge, hast du gesagt. Du möchtest diese Sachen hier drin lassen. Wir haben hier einen Gimbal, zwei Regenschirme. Dankeschön an Audi Hamburg. Und Einkaufstaschen. Dankeschön an Audi Hamburg. Wir können dich sonst auch in die Einkaufstaschen packen. Ich glaube, ich gehe lieber so rein. Das geht schon. Das Coole ist natürlich, man kann das theoretisch rausnehmen und du kannst die Sitze auch noch umklappen. Mhm. Aber das machen wir nicht, oder? Das wäre zu einfach für dich. Das wäre zu einfach. Du als Profi. Kamera ist auch noch drin. Okay, okay. Vor allem der Einstieg ist hoch, ne? Der ist, ja. Aber das ist gut für Rolling Shots, weil da kann man nicht rausfahren, weil du kannst dich hier hinsetzen. Und sieht auch gar nicht verdächtig aus, wenn du so rumfährst mit dem Auto, ne? Das kannst du auf den Kopf legen. Oh, perfekt. Super. Ich sehe schon, wie ich einmal durchbeschleunige. Zack, unten auf deinem Kopf. Jetzt musst du schon wieder angeben mit deinen hier Calisthenics, oder wie das auch immer heißt, das komische Zeug, deine Akrobatenzeugs da. Oh, das wird eng. Ja, du wolltest eine Challenge, mein Lieber. Können wir das Ding runter machen? Ja, warte, wir machen jetzt erstmal schnell ein Tinder-Bild. Standard. Wer Luis gerne auf Tinder adden möchte, viel Spaß. Okay, okay. Ich meine, rein theoretisch kann man die Füße ja auch ein bisschen draus. Obwohl, Maestro, das könnte funktionieren, sag ich dir ganz ehrlich. Das geht. Ey, du bist geübt. Soll ich dir helfen? Das geht. Okay. Ich bin selbstständig. Krass. Strong independent woman. Das sieht aber gemütlich aus, mein Lieber, ey. Ich glaub, nicht schlecht, der Specht. Gut, dann mach. Soll ich zumachen? Mach zu, den Lachs. Obwohl. Ich weiß gut, wie er sagt, obwohl. Aber wir sehen, Kofferraumtest hat das Auto auf jeden Fall bestanden. Ja, gar kein Stress. Ist halt, oder? Geht. Willst du drin bleiben eigentlich? Nee. Okay, dann kommen wir lieber raus. Aber Kofferraumtest, welche Note kriegt er? Eine 5 von 10, bisschen ja, klein. 5 von 10, 5 Zylinder von 10. Klein, aber fein, genau. Richtig, das passt. 8. Sehr schön. Und wir springen direkt in den Carport. Jetzt stehen wir am TTRs, ne? Also am Heck vom TTRS und hiermit beenden wir dieses Video. Das ist unser wunderschönes neues Auto, schöner 5-Zylinder. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Auto, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, drückt die Glocke und so weiter und so fort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.